die beiden Dampfer hier. Ich glaube, der GMT, wenn er überhaupt noch da ist, dampft auch. Boah, und da muss ich einfach mal ein paar Grüße gerade mal loswerden. Boah. Sieht vertrauenserweckend aus. Geh nochmal rein. Jetzt kommen die Gegner. Muss mal gerade Lob rauswerfen. Nice. Wir haben 20 Leute im Chat. Und ich schätze mal noch ein paar mehr, die... Vorhin waren schon über 20, glaube ich, teilweise. Ja. Und Niki meint ja von 27 Zuschauer waren es teilweise. Sehr gut. Und die haben alle gesehen, wie so, ich jetzt gestochen wurde. We could be a family. Jetzt rastet es nämlich richtig aus. What are you talking about? You said! Du hast Zoe umgebracht, hat die Schnauze. Wait! Mir keine Milch gegeben. Jetzt muss ich dich töten. Please. Bitte gleich ein Slap, ey. Aber jetzt geht's nicht los. Sehr gut, GMT. Jetzt kommt der Abschnitt, den wir geil finden. Ja. Das war jetzt das Bild ab, durchlaufen, okay. Genau, jetzt. Aber jetzt können die überall Gegner sein. Ja, jetzt geht's los. Ich weiß, dass hier einer droppt, wenn ich da reingehe, aber erstmal würde ich gerne Knarre haben, oder? Ja. Erinnere mich ein bisschen wie an White Day nach dem Motto. Oh, da ist einer. Scheiße, oh. Tja. Mal kurz mitkriegen, ob der mich bemerkt hat. Das ist gerade echt spannend, weil der kam so auf uns zugelaufen. Ich glaub, aber die Texturen auf den Treppen sehen schon gut aus. Ne? Ja, ja, also hier auch grafisch, hier dieses Licht, die ganzen Pflanzen, das ist richtig. Also ja. Stelle ich mir in VR auch sehr geil vor. Ich bin noch da, keine Angst, Dampfer-Kollege, schreibt er. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, der eine patrouilliert und der andere sitzt in einer Ecke. Mhm. Das kann sich aber ändern später. Ich patrouilliere mir mal noch einen Keks in den Mund, warte. Willst du auch einen? Ich würde dich füttern. Ein homoerotischer in mein Moment hier. Oh, komm, guck mal, der Schatten da hinten. Ich schieb dir mal ein schönes Ding guck mal hin. Komm mal her, warte. Guck mal. Oh. Wir sind hier. Geh mal rein, hier dürfte keiner sein. Gyros, genau das Bild, das was in Chief Irons Büro dahinter hängt. Mit diesem kleinen, ich glaube, das ist ein schwarzhaariges Mädchen, ne? Das ist irgendeine Frau, die darauf abgebildet ist. In so knallrot, gelb, verschiedenen Farben. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Ja. Also, ich das mal kriege. Ich habe ja auch ein Bild von einer alten Freundin von uns zu Hause, Alina, die mir mal Alexia aus Resident Evil Code Veronica gemalt hat. Das verehre ich als Relikt. Da hat Andi auch gesagt, hätte auch gerne gehabt. Ja, ist so. Weil das kriegt man so nicht und wenn es dann auch jemand gemacht hat, ist es eh special. Okay, hier ist nichts, ich brauche ein Messer erstmal. Ich glaube, ich finde aber nur die Pistole. Scheiße, die sind gerade auf beiden Seiten, ey. Ich glaube an dich, du hast das Herz der Karten. Ich kann ja nur durch den einen Raum durchdodgen und da sind, glaube ich, mehrere Türen. Ich muss mal gucken, dass ich hier an die Seite reinkomme irgendwie. Oh nein. Oh, ich hab nicht gesehen. Dass ich ein bisschen auskenne. Ah, hallo. Wie der so voll verarscht hat. Und dass ich jetzt hier auch nicht reinkomme. Das ist ja wieder Hausmeister in White Day, ja? Und das ist so richtig cool, wenn man hier wieder so wie am Anfang so mega vorsichtig ist. Ja. Ich hoffe, der bleibt draußen. Also der knabbert auf jeden Fall schon an der Tür. Hör auf damit! Hast du es gehört? Irgendwo ist eine Tür zugeschlagen. Ja, ja. Vielleicht kommt er aus dem anderen Ding da hinten raus, ey. Voll der Survival-Horror hier auf einmal wieder. Erstmal Psychotikum schlucken. Was macht der da? Piss dich. Terminator, der übrigens gerade fragt, ob wir den A-Rang in Code Veronica schon haben. Nein, immer noch nicht. Das ist das einzige Resi, wo wir nicht den ultimativen Grad haben, weil ja. Das Spiel so lang ist und man keine Fehler theoretisch machen darf und man darf nur einmal speichern und zwar bei dem kostenlosen Save. Ungefähr auf der Mitte des Spiels. Ja, der ist kostenlos, weil damals auf dem Cube es einen CD-Wechsel gab. So, weil ich gerade spiele, darfst du den ersten mal vorlesen. Okay. Für uns ist es schon zu spät. Aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Koje heißt das. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Dativ und so. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich da wieder rauszerren. Und das ist alles, was ich weiß.
Giovanni Finetti. Hast du gut gelesen. Dankeschön. Terminator, gib uns den Rang. Fast so gut wie ich in White Day in Part 3. Genau. Terminator, kannst gerne vorbeikommen und uns den Rang holen, aber nicht auf der PS4-Version, sondern auf der PS3-Version, weil die es einfach nicht gerotzt gekriegt haben, auf die PS4-Version die HD-Version zu kriegen. Seriously fucking nie. Ist PS3, so. Xbox 360, beste Code Veronica-Version ever. Ist so. Also wer die Konsolen noch hat, lädt sich das da, weil es gibt's nicht auf neueren Konsolen, weil Lizenzprobleme Bullshit. Und wenn man das hier auf der PS4 sich holt, ist es die PAL-Version auch noch von dem alten Code Veronica. Das heißt, man spielt es in 25 FPS und hat dadurch längere Türsequenzen, wodurch der Rang noch schwerer zu bekommen ist. Ja, ja. Oh, das Technikgelaber hier. Hattest du mal eigentlich erzählt, wie das damals hier, als du hier warst und den A-Rang holen wolltest, kurz vor dem Terminator? Ja, wollte ich gerade erzählen, wo ich letztes Mal bei Andy war, hatte ich es probiert. Und dann kommt eigentlich dieser Kampf mit dem Tyrant. Und im Flugzeug ist die heftigste Stelle eigentlich. Kurz vorher begegnet er einem, wo er auf einen zuläuft, wo man im Grunde nur Feuerpfeile ausrüsten muss und draufhalten muss. Ja. Und ich, Idiot, wollte irgendwie mit dem Granatwerfer rumhantieren und dann bumst er mich gegen den Zaun und ich war instant tot nach 2-3 Stunden Spielen und ich wäre bald am kostenlosen Set gewesen. Das war echt ärgerlich, ey. Du hättest einfach nur noch theoretisch an ihm vorbeihauen sollen. Bootsfahrten auf dem Amazonas, Schönheit in der schwarzen Lagune. Ash fragt, ob du Bock auf den Ohrwurm hast. Ich hab Bock jetzt zu überleben. Oh, Munition. Sowieso. Ich guck jetzt gerade mal, ob ich hier die Zuschauerzahl mir anzeigen kann, wenn ich mit dem Handy auf den Stream gehe. Ich guck jetzt gerade meinen eigenen Stream. Und ich frag einfach die Leute. Oh, ich darf lesen. Was für ein Gauner ich bin, ey. Lieber Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffes zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich und liebe Jim. Darfst du mir den weiter moderieren? Ja, ja, ja. Und Ash hat einen Link gepostet. Ich weiß nicht, worum es in dem Song handelt, aber ich darf leider aus juristischen Gründen nicht da draufklicken, weil mein Bewährungshelfer hat mir das verboten. Der hat gesagt, Andi, wenn das von der GEMA gesperrt ist, dann kommst du wieder in den Knast. So, wo ist der Typ jetzt hier? Lag da nicht noch was? Ich find's so geil, dass man hier so rausschieben kann. Das ist ja, ja. Okay. Bringt's eigentlich mehr, wenn du dich hinhockst? Dann, okay, gerade eher nicht. Sind zwei, ja natürlich. Hauptsache nicht. Der andere ist jetzt nicht hier. Nein! Nice gedodged, Junge. Richtig gut. Warte mal, vielleicht komme ich jetzt hinten rum, aber wenn der da jetzt auch sitzt, der an der dritte. Ach, jetzt sogar noch dritter rumgammelt, ne. Dann waren es die beiden. Nee. Ja, doch. Doch, hier hinten ist aber auch noch einer, das weiß ich. Nee. Hier kommen wir später hoch. Oh, da ist die Knarre. Lauf, Forrest! Ach, Daft Punk Around the World. Kann man sich geben, auf jeden Fall. Daft Punk kann man sich immer geben. Ich glaube, hier ist die Knarre. Jetzt auf jeden Fall ein Dude, der mal ein High Five braucht. Oh yeah! Yeah! Ich hab Munition. Soldier Boy, you get me, wow! Und deswegen lieben wir diesen Abschnitt, weil man hier wirklich kämpfen muss und dodgen muss und erstmal wieder was finden muss. Das ist so cool geworden. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein zweites, wie ein zweiter Spielstart, wo du am Anfang wieder deine Items sammeln musst. Zumal wir können ja sagen, man verliert nicht alles, man kommt nochmal zu Ethan zurück. Also es ist im Grunde so ein Zwischenabschnitt, der eigentlich spannend ist wieder. Ja. Das ist nochmal was anderes. Muss man jetzt nicht in jedem Spiel bringen, so hier macht man was mit gar nichts, aber kann man mal machen, finde ich. Puh, morgen ist Christmas Invasion, geil. Du deine Mobile Games. Ey. Ich muss dich gleich leider mal allein lassen, weil der Eistee möchte mal eine Runde um den Block geführt werden. Du willst mich da nur sterben lassen. Das ist vollkommen korrekt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rauskomme. Ich glaube, einen muss ich töten. Das ist Duftpunk. So sehe ich das auch. Wo ist der? Wo bist du? Hinter mir sehe ich irgendwas. Ja, jetzt wäre so ein Moment, wo man die Taschenlampe mal mit neuen Batterien versorgen könnte, damit man hier oder mal eine Fernstrahltaschenlampe. Ja, oder einfach mal so einen richtigen Heizstrahler hier, damit er mal warm in der Bude. Jetzt können wir mal die Box aufmachen. Schießpulver. Ich traurig, dass wir dafür Kugeln holen müssen. Ja,
Aber ich glaube, irgendwo kriegt man auch wieder Kugeln, wenn man was aufschießt. Ja. So, wir müssen jetzt, wir müssen da rein, wo der eine automatisch droppt, weil da liegt ein Item, glaube ich, womit wir die Sicherung brauchen wir jetzt. Ja. Die ist in dem Raum, wo der eine, hoffentlich ist da jetzt auch nur der eine und nicht der andere, der mit ihm rumchillt. Ja. Dieser Molded-Tee drin, oder? Beide Pisser, ey. Bei den einen kann man hier um den Tisch locken, so. Guck mal, wie schnell wir sind. Boah, sehr schön. Sehr weh. Like a bounce. Yeah, yeah. Ich darf der andere nicht mehr da sein. Ach, macht er nicht. Hat er mir gerade noch gesagt. Der hat gerade angerufen und gesagt, ey Digi, war witzig, aber reicht jetzt. Es klappt, es klappt. Yeah, boy. Ich sehe schon rum, ist da drin. So. Und wie würde Andi sagen, sweet. Sweet Jesus. Ich, entschuldige mich kurz, ne? Ich bin mal ganz kurz weg. Schaffst du das alleine oder soll ich kurz... Gehst du jetzt auf Toilette oder was? Soll ich dir was mitbringen? Also der Meter hier hinter mir, ich werde dich schon nicht zu sehr vermissen, ey. Pass auf, dass man das Rauschen nicht hört, ey. Das ist kein Problem, ich glaube, das hört man nicht. Während Andi die 1 Meter entfernte Toilette aufsucht, werde ich wahrscheinlich nicht sterben. Und ihr könnt ja mal sagen, wie lange habt ihr halt heute eigentlich Bock zu machen? Wie lange sollen wir für euch streamen? Weil das letzte Mal, wo wir Resident Evil 7 gestreamt haben, hatten wir es vorher auch erst durchgespielt. Das heißt, wir haben an dem Abend im Grunde 7 Stunden Resident Evil 7 gespielt und hatten da echt so ein bisschen genug, denn deswegen haben wir auch nach 6 Stunden gesagt, es geht nicht mehr. Weil wir es echt erst durchgespielt haben. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ihr könnt ja mal sagen, wie wach ihr seid, wie viel Bock ihr habt. Und ob euch das gerade überhaupt Fun macht. Aber ich denke mal, sonst wärt ihr nicht hier. Und hier dürfte jetzt nichts kommen, aber man muss aufpassen, die Mole-Typen sind überall mal. Taschenlampe wäre jetzt auch ganz nett, mir. Oder eine Cutscene. Watch it. What? Das war gut. Ich geh mal die scharfen Nüsse besorgen. Mach mal. You need to remember, so we can be a family. Ich habe gerade die Leute gefragt, wie lange wir uns mal lesen. Also Punkt Mitternacht werden wir sicherlich nicht Schluss machen. Bis der Weihnachtsmann kommt. Und Niki meint so, macht alle DLCs, wir haben Zeit. Andi, kauf mal schnell den Season Pass. Schick meiner mal einen Kauflink für einen schon gekauften Season Pass. So, gönn dir mal hier die Nüsse. Das ist mega, mega. Du meinst so, zu dem Video jetzt schön Nüsse, ja? Ja, ja, klar. Guck mal, also die funktioniert bestimmt noch. Also sieht total verlässlich aus, die Videokassette. Ja. Oh, was ich alles gefunden habe, voll cool. Das lädt jetzt erstmal wieder eine Weile. Boah, Andi, du hast voll scharfe Nüsse. Ich weiß, ne? Deswegen will ich auch, dass du sie im Mund schiebst. Das erinnert mich an South Park. Da gab es einen Chefkoch, der irgendwie Lick my salty balls. Dann ja, ja, so, genau. Hat immer seinen Song dazu gesungen. Ja. Dabei waren das nur irgendwelche Fleischspäckchen. Lick my salty balls. Boah, so eine Pizza wäre jetzt auch geil. Aber wir haben uns den ganzen Kram schon besorgt für Burritos gleich. Das wird ein Traum. Oh ja. Ein Traum in Käse und Gewürz. Alan. You're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? Part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Den Abschnitt finden wir auch ganz cool, jetzt kommt noch was anderes. Das ist Flashback Girlfriend. Ja, das ist ganz cool, weil wir haben jetzt einen Tracker und wir tracken sie jetzt down quasi, wo sie im Schiff gerade ist. Und das ist ganz witzig gemacht. Einen guten Hunger bei der Pizza und daraus genau die geilen Burritos. Nimm dir die Albert 01. Komm. Genau die geilen Burritos sind das. Oh, freue ich mich schon mega drauf. Fucking yeah. Oh, fuck yeah. Machine Gun. Mir. Wird Zeit, deinen Kollegen zu töten. Du darfst wieder mal. Boah, warte, muss ich mir erstmal nochmal die Nase putzen. Moment. Ich muss mich mental vorbereiten.
Okay. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Juni und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Weiter! Mach weiter! Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitstehenden Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Und Hasseröder kaufen. Perfekt. Wir sehen, dass sie irgendwie so eine Art Biowaffe ist. Also es wird jetzt erst angedeutet so ein bisschen, später kriegt man da noch Bestätigungen. Also man denkt erst, was soll die Scheiße sein? Die haben viel kopiert oder wieder das typisch. Ja. Nimm die Nüsse jetzt! Scharfe Nüsse, ich weiß. Ich will nicht so viel saufen, ich will zocken. Ja, man denkt hier so ein bisschen, viele meckern auch, weil kleines, gruseliges Mädchen, voll ausgelutschtes Klischee. Aber die haben was Resident Evil-mäßiges draus gemacht, dadurch, dass sie so ein Virus in sich hat. Und da aber, wir wollen jetzt nicht alles schon vorweggreifen, das wird noch erklärt später. Ja. Es ist okay, es ist jetzt nicht die beste Plot ever, aber es ist okay. Du meinst, es ist quasi derselbe Plot wie in Resi 4, nur mit einem jüngeren Mädchen? Was war denn in Resi 4 mit einem Mädchen? Ashley, entführt worden. She's close. Und erstmal Virus rein. Ja, so ähnlich, ja. Genau. Gönn dir mal die Nüsse. Und Gyros sagt, man munkelt, es gibt sogar ein Video, wo man die Burritos nachkochen kann. Das ist korrekt. Ich habe mal ein Tutorial gemacht. Wie wird das einfach total berühmt gemacht, das haben, ist, deine Burritos? Das ist in irgendeinem Vlog verschollen, aber selbst ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist. Das ist hier ganz witzig, also man hat hier diesen Tracker und der spielt auch so ein bisschen mit den Erwartungen vom Spieler, indem man gleich denkt, jetzt steht's gleich hinter der Ecke oder so. Willst du die Nüsse aus euch mir rein? Erstmal die Nüsse. Jawoll! Auf, hatte ich stehe nicht so auf scharfe Nüsse. Na. Das sind? Ich habe da andere Vorlieben. Falls ihr die nachkaufen wollt, das ist voll der Food Hall hier. Falls ihr nachkaufen wollt. Was denkst du, ob die Leute uns überhaupt gucken, weil wir ständig über Essen reden? Die sind von Aldi und zwar dem guten Aldi, der Aldi Süd, das ist der gute. Nicht der Aldi Nord, das ist dritte Welt. Ich überlege, ob ich die Pillen schlucken sollte jetzt. Einfach um alle Items mal zu sehen. Kannst du machen, ich finde es bestimmt mal welche. Aldi Süd, Cashew Peanut Mix Hot Chili. Der kostet, glaube ich, 1,50 und ist brutal überteuert. Ah, nee, die sind zum Mixen. Ich weiß schon gar nicht mehr wofür. Ich glaube, Flamethrower. Kannst du, drück mal Dreieck und danach R1. Und dann kannst du da sehen, wofür die unten benutzt werden, siehst du? Ah, die krassen Nervengift. Und die hier, ne? Psychotikum, ja. Da brauchst du ja Pillen. Ja. Nee, Quatsch, Psychotikum musst du auch schlucken können, oder? Nee. Das sind Pillen. Oh, das ist nicht, oh, okay, das okay. Ich dachte auch erst, das wäre das. Ja, ist so. So, Product Placement für die Nüsse gekascht. Erstmal davor und jetzt ein BMW kaufen. So. Da brauchen wir das Corrosium. Schmeiß einfach die Pillen auf die Tür, dann geht das auf, ey. Fertig ist. Boah, voll gut. So, ich schmeiß jetzt mal ganz kurz einen Raid an, der wieder eine Dreiviertelstunde automatisch ohne mich funktioniert. Könntest du einfach mal den Chat moderieren und das ungesagt tun? Wofür bist du überhaupt hier, Junge? Nicht für deine Sexiness heute. Dafür warst du bei Secret of Mana da. Ist so. Finde ich sexy. Ja. Secret of Mana, ich freue mich auch mega aufs Remake, ne? Wo wir gerade schon dabei sind. Oh ja. Hat irgendeiner von euch sonst noch Secret of Mana in der Kindheit gespielt? Weil, wir freuen uns so wie die Berserker auf das Remake. Das Messer ist auch cool. Boah, ist ein ganz anderes. Ist ein richtiges Chris Redfield Jagdmesser, ey. Das glänzt richtig. Oh. Boah. Funke. That Engine, though. Funkelzauber. Sehr, sehr geil. Ah ja. Mal hoch und dann kommen wir gleich raus. Okay. Hauptsache vollkommen überrascht davon, ey. Wir uns freuen, ey. Oh, Messer. Oh. Weil, naja, Ethan hat nur so ein Klappmesser, das ist nicht ganz so cool. Okay. Ey, dann unbedingt nachspielen, wenn das Remake draus ist. Vorzugsweise mit einem Freund. Niki hat's gesehen. Niki, wir loben dich dafür. Finde ich sehr gut. Ist auf jeden Fall besser als Elder Scrolls Online, Insider. Ist auch besser als Elder Scrolls 4 Oblivion. Hab ich nie gezockt, aber ja, die Figuren, die Menschen sehen ja sehr seltsam aus, das weiß ich. Naja, du kennst ja meine Hassrede von Oblivion. Kotzt schon wieder. Damn! Jacqueline, du kotzt schon wieder. Ja. Auch so ein cooler Arm. How's it going? Gesicht am Arsch. She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Sonst noch Chronoträger gespielt. Oh, great. Und die Team sind auch. Echt? Ich glaube, sie sind auch auf jeden Fall. Aber ich kenne sonst nicht, wenn wir den Tunnel haben. Aber super geil. Agreed. Eines der wenigen Games, wo Akira Toriyama-Zeichnungen drin sind, die ich mir geben kann. Die gut sind, weil sie nicht alle gleich aussehen. Richtig, weil Dragon Quest kann ich mir nicht geben. Nee, das ist siehst du alles von Goku. Ja. Das ist mit Dragon, das ist für mich wie Dragon Ball mit Schleim. Das war's so, weißt du? So. Jetzt kommt, glaube ich, gleich was. Oh, der Ingame-Sound ist ein bisschen zu laut gerade. Machen wir ein bisschen leiser. Krass. Okay, dann mach vielleicht noch, auch gerade. Dann mach noch einen.
Der Wellen wird dann nicht mehr so laut. Mach mal 40 genau. Und jetzt ist safe. Das ist krass, ey. Sobald die reden, scheint es bei euch richtig in den Boxen zu hämmern. Ey. Ist so, deswegen. Und ist auch gut für uns, wenn die das sagen, weil dann können wir das ja, ist wunderbar. So anpassen, dann brauche ich das nicht mehr schneiden. So, ich weiß, dass ich gleich abhauen kann. Ich weiß nicht, ob hier nur ein Item war. Liegt da was auf der Couch? Ey, wenn du 4 Essenskonsolen hast, kannst du mir gerne noch eine geben. Ich habe nur eine. Take it. Lauf. Okay. Ich erinnere mich, dass hier einer kam und dann bin ich immer rausgefallen. Vielleicht kommen die nachher. Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen die nachher. Dann ja. Kann ich ja noch in Ruhe gucken. Ich habe eine. Sagte er, während er geraped wird von ja. Hinten. Ich hab vor allen Dingen auch, kann ich ja mal erzählen. Ich meine, ich zocke ja aktuell Stardew Valley wie so ein Behinderter. Gutes Spiel, muss ich sagen. Also ich bin ja auch so ein Harvest Moon Gameboy-Typi. Erzähl ruhig weiter. Ja, aber ja. Es ist echt gut geworden. Ja, ja. Und für 8 Euro gerade im Sale kannst du bringen, hör mal. Richtig gut. Und so, den können wir jetzt nämlich umgehen. Ja, indem du einmal einen Kreis läufst oder so, ne? Munitionsspar Chris. Ja. On the way. Auf jeden Fall, ich hab auf dem SNES, deswegen kam ich drauf, auch Harvest Moon. So. Und bist du schon. Ja. Und ich biete dir an, dass ich deinen Namen im Stream erwähne. Nein, Quatsch. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, ich habe mir Harvest Moon fürs SNES geholt. Und da gehst du ins Dorf, musst mit allen reden. Habe ich gemacht. Und der Typ sagt, red mit allen. Und ich so, willst du mich verarschen? Ich habe doch mit allen geredet, was? Ich saß eine halbe Stunde, ich habe mit jedem geredet. Und ich kam nicht weiter, hab das Spiel fertig gemacht. Fertig. Vampidemonphobia habe ich mir mal angeschaut. Sollte irgendwann mal Platz sein, werde ich mal überlegen, das vielleicht reinzupacken oder nur für so ein Einzelvideo. Aber ich habe aktuell brutal den Kalender voll. Ich habe ja immer Montags- und Freitagsvideos für diejenigen, die von Chris rübergeschaltet haben, die mich noch nicht kennen. Ich habe ja. Geil. Ich habe immer Montags- und Freitagsvideos. Und Montags ist komplett voll, Freitags ist komplett voll. Und das wird auch leider erstmal so bleiben. Ich will gar nicht wissen, wie lange wir in Doki Doki hängen. Ich bin echt überlegen, bei Doki Doki. Alles runter oder hoch? Eine Stunde Part zu machen. Mach erstmal runter. Also warte. Runter kommst du, glaube ich, in Schiff dahin, wo du runterkletterst. Willst du das schon oder willst du das hoch? Nee, erstmal hoch. Genau. Wollte ich gerade sagen, ja. Wenn du es schneidest, machst du dann auch wieder, dass man sieht, wer gerade zockt. So mit Avatar. Ja, klar. Wie komm nicht hoch. Wie letztes Mal. Okay. Harvest Moon Back to Nature für die PS1 war damals auch mein allererstes. War das mein allererstes Harvest Moon? Nein, ich hatte Harvest Moon 2 für den Game Boy Color damals. Was war dein erstes Harvest Moon? Der erste, glaube ich. Oder den. Oder auch der zweite. Nee, ich glaube, der erste ohne Farbe noch. Aber den zweiten auf Game Boy Color habe ich auch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten. Das war noch so ein Game Boy Color Spiel, wo du kein Game Boy Color brauchtest, wo du auch einen normalen Game Boy Color packen konntest. Genau. Später kam ja die durchsichtigen Module, da brauchtest du unbedingt einen Game Boy Color für. Ja, Harvest Moon für ich habe das gar nicht mal so viel. Ich habe ausgeborgt, aber das war super spaßig, habe ich gute Erinnerungen. Ja, und danach haben sie es nur noch verkackt. Dann kam noch ein gutes PlayStation-Spiel, das ist sehr bekannt. Back to Nature war auch mit, ey. Ich glaube, auf dem N64 gibt es auch eins, ich weiß es aber nicht. Und dann kam Gamecube und das war richtig abfuck. Und seitdem. A Wonderful Life. Ja, ja. Das ist richtig scheiße übersetzt, richtig langweilig und. Ja. Niki, danach hast du es weiter geschafft als ich, weil ich kam aus dem scheiß Dorf damals nicht raus. Vielleicht war ich nur behindert. So, und einer hat mir gerade den Tipp gegeben mit dem nach unten ziehen, wegen dem Rückstoß. Danke dafür, das war ein guter Tipp. Ja. Weil mit dem MG zieht man gerne zu hoch. Ja, es war Ivo, hat er gerade gesagt. Danke für den Tipp, ja. Ivo. Niki, Stardew Valley unbedingt holen. Ich meine, also Niki schreibt für dich, Chris, Harvest Moon hatte ich damals auf dem SNES gespielt und total geliebt. Seitdem hab mich kein Teil mehr so richtig überzeugt. Aber Stardew Valley hatte ich mir letztens schon mal überlegt anzuschauen. So. Auf jeden Fall der Äquivalent für die alten Harvest Moon Spiele und sogar besser, würde ich behaupten. Richtig. Weil mehr Content drin ist. Ja, richtig. War ja Early Access Game, was supported wurde irgendwie von Leuten. Und genau, ist genau. Es richtig jetzt. Und wenn man es kauft, wer eine Vita hat oder eine PS4, beides, der muss es nur einmal kaufen und kann es auf beiden Geräten richtig. Spielen. Richtig. Die Vita-Version kommt nächstes heraus, aber es ist jetzt schon Cross-Buy. Wir müssen schon mehr Werbung machen. Ist übrigens so. Gerade für 8 Euro oder so im Sale. Richtig, 7,99, glaube ich. Ich muss es nur noch holen, glaube ich. Deswegen. Chris war auch so, ja, Harvest Moon, mochte ich Stardew Valley, habe ich nie was von gehört. Dann hat er reingeschaut. Ich habe ihn selber mal spielen lassen und so. Super, super geil. Ich habe ein paar Fische für dich gefangen. Ja, ist so. Und macht einfach wahnsinnig Fun. Du kannst halt eben auch wirklich erstmal dein Char selber designen, deine Farm wirklich komplett selber gestalten, mit Zäunen, mit Schieß mich tot. Du konntest ja in alten Harvest Moon Teilen 4 oder 8 Kühe nur haben. Du kannst ja von mir aus den Stall voll bauen und 30 Milliarden Kühe da aufstellen. Das ist richtig geil, das ist wirklich Freiheit im Spiel. Hast du Farmen und so. Auf jeden Fall ist es sehr geil. Jeder, der Harvest Moon interessiert ist, sollte auf jeden Fall mal in Stardew Valley reinspielen. Ich habe lustigerweise damals angefangen, habe das mit Lisa gespielt und Lisa ist einfach voll ausgerastet. Die hat, glaube ich, hat bis zum 5. oder 6. Jahr gespielt oder so, die war mega weit, hat alles geschafft, so. Richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir gleich das Corrosive finden.
Ja. Oh, die Pipe Bombs. Oh, ich liebe die Dinger. Nice. Wo sind denn die? Da. Und dann war das. Genau, und die kann ich sie wieder nehmen mit X, ne? Ja. Ja, genau. Die sind gut. Ich kann gleich mal hier eine hinlegen, weil ich glaube, da kam was. Darf nur nicht jetzt Viereck drücken. Ja. Egal, was ich mache. Aber was, wenn ich jetzt Viereck drücke für dich? Oh, Schatz, hier kommt ja noch ein ganzer Abschnitt, den hatte ich schon vergessen. Ja, ich bin mal. Genau. Ich höre schon wieder Schleim an irgendeiner Ecke. Wir haben Niki von Stardew Valley überzeugt. Finde ich gut, finde ich gut. Wie gesagt, einfach mal reinschauen zur Not. Es gibt ja 3 Milliarden Videos, da kann man sich auch so ein bisschen den Style anschauen. Das ist halt 16-Bit-Style, so SNES-Style. Kann man wirklich gut machen. Komm mal runter. Komm mal runter. Ja, Moment, ich muss jetzt hier noch mal um die Ecke laufen. Warte doch mal ein bisschen, bin gleich da. Hauptsache, wie er einfach das Ding sieht und ach, ihr zündet das doch nicht, Freunde, oder? Oh, hallo, ich hab T-Shirts für euch. Oh, oh. Wieso wollt ihr keine T-Shirts? Sollte man noch ein paar Pipe-Bombs aufheben, wenn die nachher auch nicht einstürmen. Ja. Dann geht's ja noch. Sieht ein bisschen wie Call of Duty mit dem Teil. Ich bin echt gespannt, was sich jetzt im Ending ändert, ne? Weil im Prinzip haben wir mir hier nur ins Bein gepisst. Ja, ja. Es kommt ein anderer Fight noch an einer anderen Stelle, das weiß ich. Und das Ende ist dann einfach nur, er denkt so, fuck, my life is in ruin. Er hat keine Freundin mehr und alles ist abgefuckt. Ist so. Beziehungsweise keine Frau mehr, die waren sogar verheiratet. Ne? Aber gleich das Corona-Sicht. Chat, habt ihr alle eure Weihnachtsgeschenke zusammen oder hat die Post euch ein bisschen gefickt heute? Weil bei mir war das so, laut Amazon haben die gesagt, ja, kommt am Dienstag, kannst du, hast kein Problem. Es war heute erst in der Post. Ihr habt die ganze Woche geschwitzt wie behindert. Ich habe auch 6 Tage auf ein Paket gewartet, was eigentlich nur hätte 2 dauern brauchen. Also teilweise werden Leute krank, teilweise sind die total überfordert. Was ja, man ja. Verstehen. Helen, ja, ja, klar. Aber es ist nervig, she's on the other side of the door. Ich weiß, wann es kommt. But I don't have a key. Try to melt down the lock. Regenschauer auf deine Frage. You're on the bottom level, right? Chris hat's noch nicht gespielt. Check our luggage. Ich, meine Freundin, also Lisa, hat sich entschieden für den Blonden. Frag mich nicht mehr, wie der hieß, Eric oder so. Und ich war am Anfang extrem zwischen Haley und Abigail. Und das erste Event mit Abigail ist dieses Zocken zusammen. Und da hatte sie dich. Eigentlich dachte ich zuerst, ich nehme Haley, aber diese Abigail-Sache war einfach nur so boom. Das war perfekt und seitdem ist sie Number One Waifu in dem Spiel. Die Waifu-Boss. Wir haben viele gute Männer verloren in den Waifu-Kriegen. Ivo ist auch geil. Vorhin, weil, als du die Beine weggehauen hast. Chris, warum liegt der Typ am Boden? Und warum hat er keine Beine mehr? Chris, was hast du getan? Here we go. Ja, was mit Hüten, Beste. Ich hab ein paar Drinks gefunden. Nice. Können wir uns jetzt genehmigen. Jetzt kommt bestimmt nichts. Abigail ist Abigail, ey. Ich bin stolz auf euch, dass ihr alle eure Geschenke habt. Ihr habt die vermutlich vorher geholt als ich. Bei mir war es ein bisschen last minute, aber pst. Keinem erzählen, bitte. Alles ist gut. Voll einen erwartet hier. Du hast nicht viel Equipment. Okay. Nicht. Karl, das tötet Menschen! Schön. Sehr geil. Ja, jetzt kommt er erst ein bisschen Hallo sagen. Ich freue mich schon auf Not a Hero, wenn wir im Prinzip die R2-Taste runtertapen können. No, Evie, I'm not mad. Wait. What did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me. Right now. Okay? Mia, kannst du mich auch? Where are kannst you, Evie? Kannst du auch meine Mami sein? Nein, Ethan. Hör auf damit. Das ist eklig. Als Tipp von... Evie, wait! Ivo. Ich glaube, es gab in einem Schmelzschrank eine Münze zu finden. Ups. Jetzt kommt da bestimmt einer. Mich? Ach, Ellen. Did you find her? Yes, but she ran off. Oh my God. She's making more friends, Ellen. Also, Mia, Flashbacks und Ellen kann einfach nicht aufeinander zu rufen. I told you so. Are you okay? Sarah, dann sagt Björn, dass ich ihn nicht mehr durch die Raids ziehe, wenn er jetzt die ganzen Kicks auf ist. So. Niki, pass auf. Das ist eine geile Geschichte mit Amazon. Ich habe noch eine fast mindestens genauso gute. Und zwar habe ich hinter mir stehen, den sieht man manchmal in den LPs, so einen 4-2-Aufsteller. Den habe ich damals auf eBay gekauft.
Ich dachte, du sagst, dass hier der Typ, der ist manchmal meine PS. Hier, den habe ich mir für 10 dann gekauft, krieg jemand immer nicht geliefert, dass er mal was macht hier. Nee, aber habe ich mir gekauft im März, glaube ich. Und ich habe wirklich dann nach 4 Monaten, ich habe den Händler 3-mal angeschrieben. Ich habe nichts mehr gehört, ich habe 50 oder 40 Euro damals bezahlt, weil ich echt geil fand. Und ich habe gedacht, okay, das kriegst du nie wieder. Und nach einem halben Jahr wirklich kam der an. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt an diesem Tag. Warte, jetzt hätte sie kommen und die kommen nicht. Aber sie kommen. Das ist so um die Ecke gelegt, dass sie nicht ist. Findest du nicht. 3, 2, 1, gut! Oh, das haut mich ja voll von den Socken. Schon der nächste. Casey crawling. They hate it. Die Mission ist gut knapp. Das macht's auch relativ spannend hier. Haben wir jetzt ein Acid-Dings übersehen da hinten? Nee, dürfte nicht gewesen sein. War nur die Tür. Jetzt kommt gleich wieder einer. Sind wir mit mir schon fast durch? Nee, nee, jetzt kommt, ist ja hier dieser Erinnerungsabschnitt. Jetzt kommt ja noch der in der Gegenwart. Ach, stimmt, ja, ja. Da kommt ja noch richtig was. In den alten Schritt geht es ja noch richtig ab. Warte mal, hier waren nämlich irgendwelche Item, so versteckt da. Ja. Bin nur gut. Maschinengewehr-Munition. Mit knappen Munition. Ja, du machst das schon. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Wir haben uns auch über den Chat gemacht. Sieht so cool aus hier. Ja. Das hat beides seine Reize irgendwie. Also Livestream ist noch was völlig anderes als das Aufnehmen zu gucken, ob mal einer was kommentiert hat. Ja, ja. Beim Livestream trauen sie sich alle irgendwie. Finde ich aber auch gut. Die Interaktion ist halt auch eine andere. Ja. Wenn wir könnten, würden wir jede Woche livestreamen. Meg ist guten Hunger, kein Problem. Wir sind, wenn du wiederkommst, auf jeden Fall noch da. Yeah, gut. Level und Loot. Soll ich einen Witz machen, auf zu Meckes gehen oder kann ich mir den sparen heute? Ja, viel Spaß mit Meckes. Nein, Spaß. Jetzt nochmal weg. Ich glaube einfach, dass der gesehen hat, oh, die Scheiße bestellt einer für den Preis. Und er dann das Teil selber gebastelt hat. Mit Buntstiften. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis es dann endlich mal in den Versand gekommen ist. Und wir haben, glaube ich, schon relativ viel von diesem Erinnerungsabschnitt, aber fertig, ne? Ja, ja, also der ist gleich vorbei, aber der Mir-Abschnitt geht noch ein bisschen. Ich habe so viele Pipe-Bombs, das sollte niemand nutzen. Schmeiß einfach rein. Ist egal. Da rechts lag Muni, ne? Hast du gesehen? Da. Ist der Fangmann? Hier brennt ja mal wieder alles. Das ist keine Brille. That's what she said. Oh, Muni! Überleben dies, wenn man sie nicht richtig erwischt. Ey, du machst die ganzen Orthopäden da obdachlos, ey. Rechts, warte mal. Ja, ich hab das. Aber hier sind auch. Boah. Die haben auch Bock. Das ist nach einer Pipebomb. Pipebomb! Beide so ein bisschen. Ivo sagt gerade, das Gute mit Mia ist, der ganze Kram, den sie findet, liegt später in der Kiste. Ja, ja, deswegen. Das gibt alles schon. Macht die Münze so weit. Boah, ich hab beide weggekriegt. Sick. Warum braucht man hier nur Taschenlampe? Das ist voll hell hier. Ist so, voll gut, ey. Mach doch mal dunkler. Ich glaube, ich müsste mal der Lautstärke White den Feuerraum machen. Könnte ich eigentlich mal als OSD wieder draufspielen. Ist doch bestimmt bei Soundcloud. Na, komm, die Boba verschwunden. Ich hab Hunger auf Burritos. Lass das Spiel durchspielen, komm. Was haben wir heute gegessen? Außer Brötchen. Ja, ein Stück. Ich glaube, ich brauche noch mehr Kekse im Moment. Ist mal ein paar, wie heißen die Oreos? Hast du nicht viel von oder so? Ich habe nur 120 Stück oder so davon. Dann schreib mir so. Emergency Safety Lockdown System has been engaged. Ich habe dir 3 Tonnen von Flüssigkeit gekauft. Guck mal, Chris. Und dann schreibt er so, und schmecken die? Keine Ahnung. Ich habe die gegessen. Das sind schon so weiße Oreos. Kennst du die schon jemand? Schmecken aber nicht ähnlich. Ich überlege, ob die Creme eine andere ist oder ob es nur der Keks ist. Der Keks ist anders, die Creme ist dieselbe. Achso, dann ist es nur der Keks. Keks, ja. Ich hab Hunger. Iss mal, Creme. Ja, gestern waren wir ordentlich überfressen mit dem Döner, ey. Boah. Haben die Geschichte nur zählt, ne? Ja, dann geht's mit. Alan! Alan, wake up! Alan? Alan, where the hell are you? Now the shit gets real. Ist so. Machen wir mal während der Sirene mal das Spielzeug nochmal kurz ein bisschen.
also noch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Alarm. Ja, dass es ein bisschen nervig ist. Hat er geht voll ab bei dem Code Veronica-Alarm. Da denkt er, da geht er die Wand hoch. Ich weiß nicht warum. Da muss so eine Frequenz drin sein, die Tiere zu mögen. Ja. Willst du noch ein bisschen Eistee? Willst du noch ein bisschen Eistee kommen? Ja, klar. Ich gönn dir mal. Hau rein. Die waren in der Gegenwart noch gar nicht drin, glaube ich. Mhm. Doch, doch waren wir. Niki, vielleicht schaffe ich das am Ende des Streams. Müsst ihr mich nur mal dran erinnern, ein Bild euch von den weißen Oreos zu zeigen. Vielleicht kriegen wir das nicht. Oder du schneidest es rein. Oder, ja gut, oder ich schneide es in den Stream rein. Vergiss es sowieso. Aber, dafür steht er mit seinem Namen. Ist so. Wo war ich stehen geblieben? Genau, die Döner-Geschichte. Genau, wir waren gestern noch Döner holen und mein Dönermann um die Ecke, richtig guter Laden, hat. Du hast nur ein Bein abgeschossen, ich bin enttäuscht. Hat bis 23 Uhr auf. Wir waren da, glaube ich, um 22.50 Uhr und er hatte kaum noch Dönerfleisch. Wir gehen da rein und sagen, yo, einmal Döner-Sandwich und so, ne? Und dann sagt er so, ich hatte nur Düren. Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf, wir wollen was essen. Und der macht das Fleisch ab und da kam einer rein und dann meinte er so, hast du noch Döner? Und hat er gesagt, nee, ist alles aus. Aber zu uns meinte der vorher so, ja komm, letzte Portion des Abends, doppelt Fleisch. Hat er alles reingeholt aus dem Dauer. Alter Falter, das Ding war dicker als mein Oberarm. Und boah, wir haben den beide fast geschafft, aber das war echt heftig. Jetzt die Sicherung von unten schon holen müssen. Ja. Ach, in dem neuen Schiff waren wir noch gar nicht ganz unten. Da konnte der Fahrstuhl irgendwie nicht hinterher gucken. Sind wir schon durch dieses Ding gejumpt ganz unten? Nee, da warte mal, nee, da hinten war eine Korrosionstür, da muss ich die lösen. Ich muss aufpassen, hier ist so ein Film hinter mir irgendwo. Ich muss tatsächlich da durch, weil ich hier sonst gar nicht lang gekommen wäre. Ich muss mal hier doch mal gucken. Aber hinten war, glaube ich, noch eine Korrosionstür. Jupp! Es könnte ja sein, dass hier ein Monster ist. Oder das spawnt erst wieder. Wie sie jetzt einfach alle Türen zu machen. Da lag was auf dem Stuhl. Da, genau. Stuhl. Das Teilzeug, da. Hier war ich glaube ich noch nicht drin, oder? Nee, da kommen wir auch nicht rein, aber. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Hier kommen wir ran. Gucken, ob's nur ein Zeug ist. Willkommen, Mike. Verpasst hast du, dass Chris ungefähr 10 Mal gestorben ist. Und, klar. Und ich vorhin sämtliche Sachen gerettet habe. Das ist so ungefähr. Das ist ganz gut zusammengefasst. Komisch, dass es immer noch End-to-End ist. Faszinierend. Ja, du bist halt gestorben, aber ich hab's dir erlassen, weil ich so ein gütiger Herr bin, weißt du? Ja, Ash will bei allen. Also ist das bei allen Versus, die Sirenen direkt laufen. Ja, das dürfte nicht mehr lang dauern. Außerdem, ich kann euch gerne als Alternative die Endboss-Musik von White Day anmachen im Feuerraum. Ist kein Problem. Und falls ihr das Schreien lieber haben wollt. Ja, echt? Da ist das ja hier Musik in Ordnung. Achso. Guck mal, jetzt geht nicht rot. Doch. Aber ich glaube, ich mach's euch mal während der Serie nochmal einen Tacken leiser. Wir müssen ja nicht ausrasten hier, ja. Wenn ihr uns ordentlich verstehen wollt. Hier haben wir noch nicht gewesen. Give me items. All the items. Give me all of them. Ach so. Ach, den Raum kann ich mich erinnern. Ja, dann haben wir es ja nochmal geschafft. Kyros, geh bloß weg damit. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. She trusts her. That little bitch, she never trusts. Okay, wait. Evie, no, Evie, Evie! Alan, listen! I didn't mean to call you that! She's Evie, trying to take control! To... You have to fight her! Sexy. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't! Wenn sowas in der realen Welt gehen würde, gäbe es bestimmt noch Leute, die auf die Kette stehen. Davon? Kotzen? Ja. Gibt's? Ne, ich meine auch von so Kotzen und Sterben und Schieß mich tot. Boah, ey. Wenn es Leute gibt, die jetzt sich... Jetzt wird's aber dark hier. ...fressen lassen, ne? Gibt's alles, ey. Es gibt kranke Menschen. Die dann sowas entwickeln. Oh mein, das ist ja blöd, jetzt bin ich eingeschlossen. Ich soll ihn noch ein paar Meter laufen lassen. Los, renn zum Ende. Passiert bestimmt nichts. Ah ja, jetzt kommt ja das noch. Jetzt nimmst du das Video auf, ne?
Detectives, glaube ich. Hauptsache, pass auf, Hauptsache, sie nimmt jetzt das Video auf, aber während das noch die MG in der Hand, und später im Video sieht man gleich, dass sie eine MG in der Hand hat. Das Plot-Hole ist so. Mia kann nicht mit PCs umgehen. Wie mache ich ein Video? Hallo? Geil, wie geil wäre das, wenn sie auf Hilfe klicken würde? Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is, if you get this. Rast aus! Scheiße, sorry. Stay away. Sorry, Sound. Forget that you ever knew me. Sekunde, Leute, so. Sound läuft wieder. Have a good life. War eh nicht wichtig, die Katze, die Scheiß drauf. Ja, eigentlich kennt man sie ja schon. Das ist gleich vom Anfang. Mach mal die Sirene nicht, jetzt unbedingt nochmal. So, perfekt. So, ich hoffe, ihr hört noch alle was. Ich glaube, diese 3 Sekunden, in der Sound weg war, war für die das schönste Gefühl des Abends. Ja, sie haben es halt durchs Mikro gehört. Kam ja aus der Box. Hey, das ist mir. Welcome to Jackass. Was ist noch los? Oh, ich erinnere mich. We'll be together forever. Komm, ich hoffe, ich bin Zoe gleich, Bitch. Na, das ist okay. Hat sich nicht echt gelaufen. Das ist, glaube ich, die einzige Wanderkatze, die wir noch spielen. Ja, das ist okay. Oh, hallo, ich habe auch immer Eyeshadow drauf. Make-up, Mann. Ist so. Muss immer drauf sein. Tschüss, Mia. Es ladet. Es ladet, es lädt. Es lädt. Und ich sage, was geht. So, zack. Oh. So, wie viele Segmente haben wir jetzt noch? Jetzt kommt noch das alte Schiff und dann sind wir eigentlich fast schon durch. Ja. Dann gebe ich den Controller und du darfst es finishen. Aber wer fängt dann mit Not a Hero an? Sehen wir ja dann. Würfeln wir einfach. Oder wir lassen einfach den Chat abstimmen, dass du das machst. Wir sind viel zu schnell hier. Ich glaube auch. Ey, wie viel haben wir denn? Da haben wir noch nicht mal 21 Uhr, ey. Ja, das war's, Leute. Der nächste Stream ist in einem halben Jahr, da beenden wir das Spiel. Ich bin ja dafür, dass wir einfach den Gameboy-Teil von Resident Evil wieder mitnehmen. Oh nein. Der war voll gut. Die Schlange konnte uns nichts machen. Die saß einfach nur da. Ach der. Ich dachte, du meinst den, den wir zuletzt gemacht haben. Nein, Gaiden. Ich packe Gaiden nie wieder an. Nie wieder. Ekelhaft, ey. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. Nein, ich will uns alle umgebracht. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Will man einen Zahnsprung, ey? Das ist Spaß. So, jetzt geht's hier weiter. Genau. Warst du schon speichern vorher? Ich speichere einfach jetzt. Safe ist safe. Dann speicherst du und denkst dir, hab ich gerade gespeichert? Dann speicherst du nochmal. Etwa einer von euch bei dem Jumpscare gerade erschreckt. Ich muss aber sagen, so wahnsinnig lang ist Resident Evil aber auch nicht, ne? Nö, habe ich auch nicht behauptet. Nee, ich weiß. Gyros schlägt eine Challenge vor. Wer am meisten stirbt, muss ein No-Death-Guide Let's Play. Oh ne, da lehne ich dankend ab. Die Taschenlampe funktioniert wieder. Fascinating. Ich war ja fast mal links zu sagen, da zocke ich lieber Zero, aber es stimmt einfach nicht. Ich möchte daran erinnern, dass ich jetzt wieder 9 Schuss in der Pistole habe und nicht mehr. Oh, Maschinengewehrmunition. Schön. Schießpulver sieht aus wie Reis. Jetzt auch was kochen können. Ich kann aber nichts machen. Ne, leider nicht.